Hallo, herzlich willkommen zu Folge 169 von Verstrickt und Zugenäht. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Herbstwoche hinter euch. Es gab ja, am Anfang der Woche hatten wir ja noch traumhaftes Wetter. Da war es noch richtig sonnig und auch relativ mild. Da war ich auch noch mal wandern und laufen. Ja, jetzt die letzten zwei Tage war es ja dann doch eher Strick- und Kuschel- und Teewetter. Ja, ich habe heute ein neues Tuch an. Das Tuch habe ich nicht selber gestrickt, habe ich geschenkt bekommen. Muss ich euch unbedingt zeigen, deswegen habe ich es an. Und zwar habe ich mich letzte Woche mit der Melanie Mehlinger getroffen. Ihr kennt sie auch als Melnitz Design. Auf Reverie und bei Crazy Patterns hat sie ihre Anleitung, also hauptsächlich bei Crazy Patterns, das sind die meisten Anleitungen, und bei Reverie, die auf Englisch all übersetzt sind, gibt es dort auch zu kaufen. Und sie hat mir das Tuch mitgebracht. Ein wunderschönes Tuch. Das ist die Anleitung Slip It von ihr. Slip It heißt das Tuch. Und das ist so genial. Das ist eben richtig toll mit Struktur. Und das ist nicht Colorwork, sondern Hebemaschen. Also ganz einfach zu stricken für jemand, der mit zwei Farben experimentieren möchte, mit zwei Farben stricken möchte. Ich weiß, aber sie wusste nicht mehr, welche Wolle. Ich wollte nur nachschauen. In ihren Projekten bei Reverie hat sie es angelegt, welche Wolle sie verwendet hat. Aber es ist einfach hier jetzt ein Hellgrau und das andere ist so ein Farbverlauf. Also wahrscheinlich ist es relativ schlichte Sockenwolle, vermute ich mal. Könnte sein, weil hier der Farbverlauf dann doch hier relativ groß ist und dann werden die Abschnitte länger. Ja, wahrscheinlich. Hat einen tollen Effekt und mit Fransen. Die kann man machen, das ist natürlich keine Pflicht, aber ich finde Fransen gerade richtig toll. Ich mag das, wenn so Tücher Fransen haben. Und ich finde auch diese Mittellinie total schön. Und das ist ein richtig schönes, großes Tuch, das aber nicht schwer ist oder aufträgt, sondern so, wenn man es sich umlegt, so ganz toll unter Jacken passt. Melanie hatte es auch an, als sie da war. Sie hat sich auch eins gemacht in Schwarz-Weiß. Da kommt es auch richtig edel. Also schwarze und weiße Sockenwolle und zack, bang, gibt es ein richtig tolles Tuch. Also schwarz-weiß, wirklich toll. Und für mich eher so meinem Schema, grau, grün, blau, das mag ich richtig gern. Super. Vielen, vielen Dank, liebe Melanie, nochmal für das schöne Tuch und auch für das Kochbuch, das du mir mitgebracht hast. Das war ein großer Wunsch von mir. Ich habe ja so eine kleine Kochbuch-Sammeltick. Aber da kann ich mal vielleicht ein Rezept für euch mal wieder reinpacken in die Abteilung vegan kochen. Slip It bei Crazy Patterns. Genau, aber ich habe noch ein neues Tuch. Und zwar, mein Akemi ist fertig. Das war ja mein Plan, dass es bis diese Woche, bis zum nächsten Video fertig ist. Habe ich geschafft. Also heute ist ja schon Sonntag. Ich nehme heute einen Tag früher auf, weil ich morgen den ganzen Tag arbeiten muss und am Abend ist noch Elternabend in der Schule. Von daher klappt es morgen 100% nicht. Aber ich habe jetzt heute Mittag noch ein bisschen Zeit gefunden, da dachte ich mir, da nehme ich doch gleich auf. Lad's wahrscheinlich, vielleicht auch erst heute Abend hoch, dass ihr es wahrscheinlich dann eh erst am Montag seht, je nachdem. Egal. Mein Akemi. Ich war letzte Woche, jetzt habe ich natürlich den Marker raus, weil ich es schon gewaschen habe. Irgendwo hier. Ich glaube, nach diesen Kraus-Rechts-Rippen war ich. Und das ist ja dieses Glockenblumenmuster. Das kam nochmal dran, das wurde noch einige Male wiederholt. Laut Anleitung hätte ich sogar noch öfter wiederholen sollen, aber mir ging die Wolle aus. Habe ich die Knüppelchen noch hier? Das ist alles, was noch übrig ist. Ja, sehr wenig. Es sind 800 Meter waren das Wolle. Das ist die Schachenmeier Regia Premium Yak. Die Farbe ist die 7516. Und das ist so ein schönes, weiches Garn. Aber ich habe vielleicht auch zu locker gestrickt. Ich weiß nicht, ich habe es mit 3,5 Nadeln gestrickt. Man hätte, glaube ich, laut Anleitung sogar eine 4 nehmen sollen. Hätte es dann noch weniger gereicht. Aber es ist wunderschön. Und es ist riesengroß geworden. Und hier musste ich kürzen. Also hier habe ich schon ein bisschen weniger Wiederholung gemacht. Also sie gibt mehrere Varianten an, wie viele Wiederholungen je nach Garnmenge man machen kann. Ich habe jetzt, glaube ich, das 8-mal wiederholt. Und dann kommt eben diese kleinen Mini-Bobbelchen, kann man machen, muss man nicht, diese Noppen, die habe ich gemacht. Und nach diesen Noppen hätte noch so ein Stück kraus-rechts dran gehört. War dann nicht mehr drin. Ich habe nach den Noppen nochmal eine
Rückreihe gemacht und dann gleich abgekettet. Aber ich finde, diese Noppen machen hier unten, die sind ganz klein dezent, fallen ja kaum auf, aber die machen so, dass je nachdem wie es ausschaut, als wär, man könnte, ich hätte es glaube ich nur so kleine, als so kleine Zacken hier rausspannen können unterhalb der Noppen. Vielleicht mache ich es nochmal nass und spanne das als Zacken raus. Weil ich habe es einfach nur so flach nass gemacht mit ein bisschen Wollwaschmittel und dann ein bisschen eingeweicht und dann nur auf dem Wäscheständer so ausgebreitet. Wenn ich das hinlege und rauspinne, dann könnte ich mir da so kleine Zipfel noch zu Spitzen rausspannen. Und jetzt zeige ich mir, also wie gesagt, es ist riesig. Moment, hier mal in Armspannweite. Na, reicht nicht. Wirklich schön, schön groß. Und hier oben mit diesem Rippen, also glatt rechts und Rippenmuster, das ist ja das, was man hier eh meistens relativ verschwindet, wenn man sich das so umlegt. Aber dieses wunderschöne Glockenblumenmuster, das kommt toll raus. Ach, ein tolles Tuch. Ich bin total verliebt in diese Anleitung. Es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht zu stricken. Und ja, richtig schön. Trägt sich toll. Solche Tücher, habe ich jetzt festgestellt, liebe ich unter Jacken. Oder auch über der Jacke, entweder oben drüber, aber auch so unten drunter, weil es hier einfach hier warm macht und hier nur ein bisschen was runtergeht, aber einfach nicht aufträgt. Ich erzähle nachher mehr dazu zu meinen neuen Tücherliebe. Aber es war einfach Liebe auf den ersten Blick mit diesem Tuch. Das war wirklich eine tolle Anleitung und eben Isabel Krämer schreibt es ja auch richtig toll. Man kommt da gut mit, versteht, was sie meint und macht Spaß zu stricken. So, ich habe ein Gewurschtel hin und her heute. Aber das passt jetzt besser zu meiner Bluse. Das Blaugrau. Ja, das Akemi. Finde auch, dass das auch eins von den Tüchern ist, die auf der Rückseite auch sehr schön ausschauen. Also das Glockenblumenmuster wirkt auf der Rückseite auch sehr schön. Finde ich auch mal ganz praktisch, wenn man mal nicht dran denkt und nicht aufpasst, wenn man es mal so schnell umwickelt, dass es einfach auf der Rückseite dann auch mal nicht so schlimm ist, wenn man es mal falsch rum anzieht. Weil das auf beiden Seiten schön wirkt. Das finde ich ist auch bei dem Slip-It toll. Das sieht auf der Rückseite auch sehr interessant aus. Das habe ich euch gar nicht gezeigt. Ich finde nämlich die Rückseite auch toll. Das ist die Vorderseite. Und so schaut die Rückseite aus. Sie wirkt auch richtig toll. Könnte man auch so rumtragen. Wenn man das nicht weiß, also hier schaut es gleich wieder ganz anders aus. Hat man einen ganz anderen Look. Wie wenn man eben zwei Tücher in einem. Aber es gibt auch Tücher, da schaut die Rückseite einfach gruselig aus. Da wird die Rückseite immer die nicht so schöne Seite sein. Und ja, mag ich toll. Mag ich, mag ich. So. Genau, das habe ich fertig gestrickt am Donnerstag. Das Akemi. Ja, Donnerstag. Da war ja Feiertag. Hier bei uns, ganz in der Nähe von mir, ist ja Fischerwolle. Das kennen ja viele von euch, diesen großen Online-Handel. Und Fischerwolle hat dort aber auch einen ganz großen Laden, wo man auch schön einkaufen kann. Und am Tag der Deutschen Einheit war dort auch gleichzeitig verkaufsoffener Markt, Sonntag, dort in dem Markt. Das ist keine Stadt, sondern der Markt Babenhausen. Und Fischerwolle hatte auch an dem Tag auf und die haben auch damit geworben, dass es 10% auf alles gibt, auch reduzierte Sachen. Und naja, was macht man da? Was macht der Schwabe dann? Dann fährt er natürlich hin. Ich habe meine Mama eingepackt und wir sind zusammen zu Fischerwolle gefahren, haben uns alles ein bisschen angeschaut. Also ich hatte keinen Plan, ich wollte mir einfach nur mal gucken, wenn mich irgendwas anlacht, dann nehme ich es mit. Und mir geht schon länger so ein Gedanke im Kopf herum, dass ich gern ein Weihnachtsgeschenk für die Trainer und Betreuer von meiner Tochter beim Eishockey machen möchte. Die haben die einfach verdient, die ackern da, machen da ehrenamtlich ihren tollen Job und ja, war einfach so eine Idee. Dann habe ich mir überlegt, mal kurz überlegt, es sind 5 Männer, die dazu bestricken werden, dass ich den 5 Paar Socken stricke. In Vereinsfarben. Nein, das ist nicht Dortmund, also man kann es auch als Dortmund-Socken sehen, aber der EV Füssen hat schwarz-gelb. Und an die Wolle bin ich in Babenhausen beim Fischerwolle hingelaufen. Ja, dann war es klar, oder? Ich habe 4 Knäuel davon mitgenommen, mehr hatten sie gerade nicht da. Ich weiß aber, dass es in Füssen noch einen Laden gibt, da gibt es auch die Wolle. Zur Not hole ich da nur einen 5. Aber ich denke, wenn ich 5 Paar Socken daraus gestrickt habe, da bleibt genügend übrig, dass es dann nur ein 5. Paar rausgeht. Gehe schwer davon aus. Vor allem, ich weiß schon vom ersten die Größe von einem, der hat Schuhgröße 40.
das ist ja mal wirklich für einen Mann relativ klein. Und ich weiß, wenn ich Socken für mich so 39, 40 stricke, da bleibt auch ja, ein bisschen weniger, vielleicht 40 Gramm übrig. Und ich mache jetzt den Schaft auch nicht so lang. Die erste Socke habe ich angefangen. Ich habe schön abgewickelt, dass es wirklich hier das Gelb endet, und habe dann hier angeschlagen mit Schwarz und bin hier schon bei der Fersenwand. Ich mache auch den Schaft nicht so ewig lang. Also dachte mir auch, da kann man ein bisschen sparen. Aber es ist wirklich ein verrückter, ein irrer Plan, 5 Paar Socken zu stricken, und zwar alle gleich. Also ich werde 10 gleiche Socken stricken. Der einzige Unterschied ist vielleicht die Größe, die Länge. Das war einfach so eine kleine Schnapsidee. Als ich dann am Abend so da saß mit meinen ganzen Wollknäuel, habe ich dann der lieben Monika von Momas Wollwelten WhatsApp geschrieben. Was sage ich? Ist bei dir auf der... Ich habe verrückte Sockenpläne zu stricken bis Weihnachten. Bank, noch Platz? Könnt ihr mir folgen? Und dann sie, ja, klar, setze ich dazu. Dann wollte sie nur wissen, was mich dazu berechtigt, auf dieser Bank Platz zu nehmen mit den verrückten Sockenstrickpläne bis Weihnachten. Dann habe ich ihr gesagt, reicht es, 5 Paar Männersocken bis Weihnachten zu stricken? Und dann habe ich gleich einen Kalender geschaut. Das heißt, jede Woche eine Socke. Ja, passt. Weil sie strickt auch jede Woche eine Socke, weil sie hat ja lauter so einzelne Söckchen. Und bei ihr sind es, glaube ich, auch noch 5 Paar, die fertig gemacht werden sollen. Oh ne, 10. Ja, 10. Eben. Also sie hat auch noch 10 Stück Socken zu stricken. Es sind noch 10 Wochen bis Weihnachten, so grob. Ja, ich habe ein bisschen Puffer eingerechnet, glaube ich. Ich glaube, mit letzter Woche, wo ich jetzt angefangen habe, sind es 11. Egal. Ja, ich bin berechtigt. Ich darf Platz nehmen auf der Bank neben der Monika. Und wir motivieren uns jetzt gegenseitig, dass wir jede Woche eine Socke fertig kriegen. Also, wenn ich mehr schaffe, wäre super, weil dann bin ich schneller fertig. Dann darf ich schneller wieder was anderes stricken. Aber bis dahin habe ich mir vorgenommen, versuche ich keine andere Socke anzufangen zu stricken. Außer es kommt irgendwas ganz Dringendes dazwischen, dass ich für jemanden ein ganz dringendes Geschenk brauche. Oder ja, eigentlich wollte ich auch bei der Aktion mitmachen von Annette von The Nerd Knits. Sie strickt ja Socken von der verstorbenen Designerin Belly Knits, Design Belly Button Knits, Belly Button Knits. Jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Schaut in das letzte Video von der Annette rein. Dann hört Nitz, da erklärt sie es. Und da wollte ich eigentlich eine Mustersocke mitstricken. Ich stricke ja selten Mustersocken, aber da hätte es mich gerade gereizt, da Gedenken mitzustricken. Und dann hätte ich die gerne in grün gestrickt, um die dann gleichzeitig zu spenden. Aber naja, jetzt ist mir die Schnapsidee dazwischen gekommen. Also, es könnte ein bisschen langweilig, weil ich werde die nächsten Wochen, wenn ich jetzt 10 Wochen lang euch schwarz-gelbe Socken in die Kamera halte, aber da müsst ihr durch. Da muss ich auch durch, müsst ihr auch durch. Das schaffen wir gemeinsam, oder? Würde ich sagen. Und ich habe mal wieder meine Carbonsnadeln rausgeholt. Nee, das sind nicht meine, das sind die, die ich von der Noriko geschenkt bekommen habe in Düsseldorf. Ich mag die eigentlich auch ganz gern. Die sind hier vom Übergang, klar, nicht so toll wie Chagu-Nadeln. Da ist man bei den Chagus verwöhnt, aber ich mag die generell trotzdem gerne mit denen stricken. Und da ich mich da eh anstrenge, nicht zu fest zu stricken, die Männersocken, dass die auch reinkommen in die Socke, bin ich dadurch angehalten, die lockere zu stricken, weil der Übergang schlecht, nicht so perfekt ist. Deswegen muss ich lockere stricken, somit werden die Männersocken. Da habe ich 64 Maschen angeschlagen für die Größe 40. Ja, und eben ein bisschen Bündchen. Da mit dem Bündchen habe ich genau gesagt, 2 Farbwechsel mit dem Bündchen, dann glatt rechts. Ja, nichts Spannendes. Jo, das war Stinosocken. Dann hat auch der Kunkel Karl am Samstag, also gestern, begonnen. Und ich hatte ja letzte Woche euch nur mein Dilemma gezeigt, dass ich nicht weiß, welche Wolle ich nehmen soll. Also es war wirklich hilfreich, dass ich nochmal ein bisschen Input von euch bekommen habe, von euch Zuschauern. Wir haben ihre Meinung geschrieben und auch begründet, warum. Und da haben, ja, doch, also ich habe mich jetzt entschieden. Es ist jetzt die Hauptfarbe, diese helle Farbe von Liebesjahren. Das ist von der Katharina vom Late Night Knitting Podcast, die gerade eine Videopause macht. Sie färbt auch gerade, macht auch eine Färbepause. Aber falls sie mal wieder färbt, naja, dann wunderschöne Wolle. Moment, das ist ein bisschen, jetzt ist so. Das ist die Liebes Soft Sock Basis und die Farbe heißt Rose Mist. Das ist Merino und Nylon. Wunderschön weich und total angenehm zum Stricken, überhaupt nicht kratzig. Und soweit bin ich mit dem ersten Abschnitt vom Kunkel Kai.
Wir stricken den Stripes Gone Crazy. Und der Wochenabschnitt für mich ist beendet. Ich habe es jetzt halt morgen noch den Rest gemacht. Man hat hier das rechte Vorderteil. Hier ist eine Schulternaht. Hier wird der Ärmel angestrickt, also mit einer Armkugel. Das ist jetzt kein Raglan, sondern hier strickt man so eine richtige Armkugel dran. Dann kommt hier das Rückenteil. Und hier die andere Seite. Also das wird gleich alles in einem von oben nach unten gestrickt. Am Anfang musste man ziemlich oft die Fäden abschneiden. Die habe ich jetzt nochmal dran gelassen. Nicht wundern. Die werde ich nachher gleich vernähen, weil mich regt das auf, dieses Gezupsel. Einmal habe ich sogar zu viel abgeschnitten. Also dann habe ich noch zwei Fädchen mehr zu vernähen. Werde ich aber nachher gleich machen. Weil dann ist es weg. Dann ist es lieber, vernähe ich mal immer nur 3, 4, 5 Fäden, wie am Schluss 50. Das ist wirklich besser. Da stricke ich auf 3,0er Chaogu Bambus. Und die 3,0er, die haben noch dieses Stahlseil, diesen total schönen Übergang auch. Und ich finde es so schön, wie die mustert, die Wolle. Die Rose Mist. Macht so schöne Fleckchen. Gefällt mir richtig gut. Da sind nämlich so Flecken auch in so goldbraun dabei und in Rosé und in Beere und so ganz dunkles Lila. Und das passt eben perfekt mit der zusammen. Das ist von der Janni, von Strickel die Strackel die Struck. Und ich bin mir nicht 1000% sicher, aber ich glaube, das müsste die Farbe sein, die sie selber gefärbt hat vom YouTuber Yarn Club. Die Strickel die Strackel die Struck Farbe. Oder es ist die Catch Me If You Can oder Catch Me. Catch Me heißt gerade noch. Aber ich glaube, ich bin schon richtig. Nee, die Catch Me war die, habe ich noch als zweite. Die ist sehr ähnlich. Die hat ein bisschen helle Flecken noch drin. Also die ist, hat ja nur so, schon helle Flecken, aber die hat ja fast weiße Flecken noch drin. Aber die passt perfekt da dazu. Und mit der mache ich dann die Streifen. Vielen, vielen Dank für alle, die mich da ein bisschen mein Gehirn zurechtgerückt haben mit der Idee, was ich sonst so an Farben vorhatte. Genau. Das wird mein Stripes Gone Crazy von Alpha Knits. So, mal zur Seite. Genau, das war alles, was ich gestrickt habe. Also den Akemi Socken und den Stripes Gone Crazy. An meinen beiden Teststricks für die Melanie von Melnitz habe ich keine Masche gestrickt, weil ich mich jetzt darauf fixiert hatte. Der Akemi sollte fertig werden, die Socken wollte ich anfangen. Und eben seit gestern den Kunkel Karl. Ja. Da hatte ich genug zu tun. Und ich habe neue Strickpläne. Man sollte mich nicht in ein Wollgeschäft einfach so reinschicken und sagen, geh doch mal gucken, ich gehe so lange in die Buchhandlung, geh du in das Wollgeschäft gucken, hat mein Mann gemacht. Und lass dir Zeit. Ich hol dich dann schon ab, wenn ich fertig bin in der Buchhandlung. Ja, mich mit viel Zeit in den Wollladen schicken. Ich war in Ulm. Gestern am Samstag und zwar bei der Heike Riedlinghaus. Das ist ihre Karte. Wolle und Ideen, Heike Riedlinghaus. Und das ist so ein toller Wollladen. Und dann haben wir gedacht, ja, doch, das gönne ich mir jetzt. Ich gehe jetzt in den Wollladen, weil ich kann nicht nach Vaterstetten fahren. Im Westerwalde Wollfest ist dieses Wochenende, das ist für mich auch zu weit weg. Vaterstetten schaffe ich zeitlich nicht. Und dann haben wir gedacht, nö, dann wenn das alle vom Wollfest fahren wieder. Dann gehe ich eben zu der Heike. Und wer von euch mal nach Ulm kommt oder hier in der Nähe ist, ihr müsst unbedingt in diesen wunderschönen Laden reinschauen. Es ist so schön, weil sie hat so viel tolle Wolle, die es in herkömmlichen Wollläden nicht immer und überall gibt. Also da kann nur noch eben Otto Beuern mithalten, Strick und Schick. Die beiden Damen, die Susanne und die... Ich weiß wieder den Namen. Ich habe, wenn man nicht sehe, bevor ich den falschen Namen sage, nichts. Beim Strick und Schicken Otto Beuern, da gibt es wirklich ausgefallene Wollqualitäten auch und besondere Garne und eben in Ulm. Sie hat eben Rosie Green Wool, sie hat Ito Garne, sie hat ganz viel Rowan, kriegt nicht mehr alles zusammen. Also wirklich ganz, ganz schöne Qualitäten und man kann auch eben bei ihr auch Anleitungen kaufen von verschiedenen tolle Bücher. Und sie ist halt auch eben, genauso wie Strick und Schick, sind die halt auf richtig moderne Stricksachen auch eingerichtet. Also da ist es nicht alles so, wie soll ich da ein richtiges Wort finden? Also sie kennen halt einfach Ravelry und die neuen Modelle und Designs, was gerade so in ist. Gerade Isabel Krämer und Melanie Berg Anleitungen gibt es dort ganz viel. Also Modelle, fertig gestrickte auch ausgestellt und da ist ein Regal voll mit
Wollpullovern in aller möglichen Farben und Varianten. Da ich gesagt, das sieht ja fast aus wie bei mir im Kleiderschrank. Und sie ist eine ganz tolle Beratung, macht sie auch. Ja, dann habe ich mich so ein bisschen durch den Laden treiben lassen. Dann hatte ich zuerst diesen Strang hier in der Hand. Und dachte mir, aus dem könnte ich mir so ein einfarbiges Tuch wie das Akemi vorstellen. Das ist die Rosy Green Wool Manx Merino Fine in der Farbe Fels oder Rock. Das ist ein wunderschönes Grau, das je nachdem, wenn man es ein bisschen länger anschaut, das einen leichten lila Touch hat. Das kommt jetzt, ich glaube, in der Kamera gar nicht so raus. Es hat was, ein Hauch lila. Oder Flieder. Nee, Flieder ist es eher. Und dachte mir, ich mache mir nochmal so ein Akemi. Dachte mir nicht, zweimal die gleiche Anleitung stricke ich nicht. Nee. Bin damit rumgeirrt. Hab den Strang immer noch in der Hand gehabt. Dann haben wir da hingelegt. Und dann war eine andere Kundschaft gerade gegangen. Dann waren wir alleine, die Besitzerin und ich. Und dann haben wir so ins Reden, ins Plaudern gekommen, haben uns über Farben unterhalten, was gerade so in ist. Das ist ja eben so eine Farbe, es eben passt eben zu allem. Und diese Modefarben, hat sie erzählt, dass eben Lila immer wieder gesagt wird, dass Lila kommt. Und da sage ich, auf das warte ich schon lange, dass Lila mal die Trendfarbe wird. Und momentan ist es ja eben dieses Senfgelb oder Grüngelb. Und dann haben wir es davon gehabt, ja, dass es eben so toll kombinierbar ist mit Dunkelblau und so. Und dann haben wir es von den Farben, da sagt sie ja eben die hier, diese Farbe von Rosy Green Wool ist zum Beispiel eine Farbe, die nicht mehr nachkommen soll. Also die wird wohl nicht mehr gefärbt von Rosy Green Wool. Und dann sage ich, was? Also das löst bei mir irgendwie da oben im Gehirn auch sowas aus. So was, die gibt es da nicht mehr, das ist die letzte. Ja, sagt sie, zwei Stränge hat sie nur davon. Dann hole ich die raus und die ist toll. Oh, bin ich verliebt in die Farbe. Finde ich mega. Ich so, ja. Dann habe ich so kurz überlegt, dann dachte mir, ich habe neulich ein Tuch gesehen, als ich bei Isabel Krämer im Shop war. Und zwar das A Girl's Best Friend. Da kommt auch so ein Gelbton vor. Eher ein Senfgelb, das ist eher so ein Grün-Gelb, Gelb-Grün. Und dann dachte ich mir, da hat sie einen PC gerade angehabt, war gerade eher Forevery. Dann sage ich, ob sie nicht bitte nochmal schauen könnte, A Girl's Best Friend, was man denn da so an Menge von Garn braucht und welche Farbtöne, ob ich da schon richtig bin, haben wir so angeschaut. Ja, man braucht 60 Gramm davon und 80 Gramm davon und also drei Farben. Okay, dann habe ich nicht wieder mit meinem Rock dahergekommen. Ich sage, oh, die beiden passen doch auch toll zusammen. Das ist so eine schöne Farbe, die zu allem passt und das ist so der Hingucker. Und Isabel Krämer hat in dem Originalton auch so, in dem Originaltuch so ähnliche Farben, nur nicht ganz so schreiend. Und dann nur ein helles, blasses Rosa dazu. Und dann standen wir vor dem Regal von Rosy Green Wool. Und das war so lustig, wir schauen beide so diese Garne an. Und ich glaube, wir hatten beide den Blick auf diesen Strang gerichtet, es hat sich aber keiner traut, den rauszuholen. Und zwar den da. Und dann so haben wir es dann dazu gehalten, boah, Match. Passt das nicht genial? Also, wenn man das so einzeln sieht, denkt man so, nee, geht gar nicht, aber das ist es. Das wird mein A Girl's Best Friend. Die Stränge mussten mit und ich freue mich riesig drauf, die anzuschlagen. Ich mache schon wieder ein Tuch. Ich bin die vor 3-4 Folgen gesagt hat, ich stricke keine Tücher mehr oder nur noch ganz ausgewählte. Ja, es ist ein ausgewähltes Tuch. Das ist jetzt so mein, ich kann nicht nach Vaterstetten aus Wollfest Ersatz, mein Trost, genau. Und das ist eben alles drei Rosy Green Wool, Manx Merino Fine. Und das ist Wolle, die ich erst einmal schon lange ausprobieren wollte, hatte ich bis jetzt noch nie, weil ich die Philosophie von ihr so toll finde. Das ist nämlich in England hergestellte Wolle. Rosy Green kommt aber aus München und sie macht auch selber, besucht sie die Schäfereien, wo sie die Wolle herbezieht, die Spinnerei, also da ist alles in einer Hand und es ist alles GOTS zertifiziert. Das heißt also, hier dieses GOTS Zertifikat, das ist also auch von Herstellung, von Farben, alles öko, bio. Das ist so schön. Oh, ich will das Tuch sofort haben. Bibi Blocksberg würde da jetzt zaubern. Hex, Hex, ping. Aber bis dahin habe ich ja mein schönes Akemi. Da muss ich trotzdem nicht frieren, habe da ein wunderschönes Tuch. Und das Akemi ist jetzt eher so das Einfarbige und das wird mit den drei Farben dann ein bisschen so der Hingucker. Und
Dann habe ich am Samstagabend dann gleich noch der Karin geschrieben, von Karin Strickerei. Guck mal, ich habe Wolle gekauft. Schau mal. Und das soll das Girls Best Friend werden. Ich sehe, ja, da stricke ich doch auch gerade. Ich so, ach, bin ich ein Dummerchen. Stimmt. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Jetzt stricken wir es zusammen. Das freut mich. Dass wir so, also total ungeplant, unfreiwillig, das aufs gleiche Tuch gekommen sind. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, dass das gleich ist. Weil sie hat das in Schwarz-Weiß ausgedruckt, im Video gezeigt. Und in Schwarz-Weiß wirkt das nicht. Da sieht man diese tollen Farben nicht. Und eben, ich habe, wenn ich, als ich es in Farbe gesehen habe, dann, oh, bin ich verliebt. Und dann habe ich noch zwei Maschenmarkierer geschenkt bekommen für meinen Einkauf bei der Frau Reglinghaus in Ulm. Vorbeischauen, ganz wichtig. So, das war alles Gestrickte. Genau, alles abgehakt, was ich erzählen wollte. Ach, noch ein Buch habe ich noch mitgenommen. Das habe ich auch bei Fischerwolle gekauft, das wollte ich euch zeigen. Bei Fischerwolle gibt es ganz viele Anleitungsbücher zu kaufen und die haben immer so einen Krabbeltisch, wo reduzierte Bücher sind. Die sind manchmal auf 5 Euro reduziert oder auf 2. Und eins habe ich entdeckt, das hat nur noch 1 Euro gekostet. Und dann noch 10% weg. Also das hier, das Zero Waste Nähbuch. Für 1 Euro musste das mit, also hier der Beweis 1 Euro. Das hat regulär mal 16 Euro gekostet. Da hätte ich es vielleicht nicht ausgegeben, so viel. Weil es ist sehr viel Info und das sind relativ schlichte Nähprojekte, einfache Nähprojekte. Aber es ist ganz viel Ideen und Tipps, wie man Sachen wiederverwenden kann und möglichst wenig Müll produziert. Und was mir so gut gefällt, wie man aus alten Stoffen nochmal was macht. Moment. Hier. Aus alten Gardinen machen die zum Beispiel so Einkaufsnetze fürs Obst und Gemüse. Das finde ich eine richtig coole Idee. Weil oft hat man mal alte Gardinen. Und weißt du, dann sind wegwerfen, sind sie ja doch zu schade, aber so kann man es ja dann auch sinnvoll nutzen. Fand ich eine tolle Idee. Oder einfach aus alten Stoffen die wiederverwenden. Diese Einkaufstasche finde ich auch cool. Die gefällt mir auch. Genau. Kann man ja auch mal aus alten Stoffen machen. Mal ein alte Bettwäsche hernehmen, bevor man die einfach entsorgt, kann man die ja noch verwenden. Küchenrolle, ja, sowas, ja, finde ich toll. Weiß nicht, ob ich das umsetzen würde. Anstatt dem Einmalpapier, dieses Küchenrolle, das selber zu machen, hier mit Druckknöpfen und dann das benutzen und wieder waschen und wieder aufrollen. Das, ja, man muss sich, kann sich ein bisschen umdenken und mal an die eigene Nase fassen, mal überlegen, ob man es jetzt so machen könnte. Wischtücher. Also es sind einfach tolle Ideen, also so Bodentücher, wie man die auch selber nähen kann. Aus Frottestoff machen die das, also kann man alte Handtücher, die durchgescheuert sind oder farblich nicht mehr ins Bad passen, verwenden, Kosmetikpads, Seifenaufbewahrung, so ein Zahnbürste, Reiseetui. Ja, gibt so viele Ideen. Eben, hallo, für 1 Euro, bisschen Input für mein Brain, schadet nicht. Genau, das war Gestricktes. Ich habe auch genäht. Der große rosa Elefant hier im Raum, meine Eliza, ist fast fertig. Ich habe es auf Instagram schon gepostet, da waren die Ärmel noch nicht perfekt, aber ich habe die schon getragen, eben um zu testen. Und jetzt weiß ich sicher, ich habe einfach lange Ärmel. Arme. Für mich sind Ärmel ja oft zu kurz und jetzt bei genähten Sachen habe ich es schon oft festgestellt. Und ich habe mir das Muster angeschaut, die Fotos von anderen Näherinnen, und ich habe nirgends jemand gefunden, wo geschrieben hat, ich habe die Ärmel verlängern müssen oder bei mir waren die Ärmel zu kurz. Und bei allen sahen die Ärmel irgendwie vernünftig lang aus. Bei mir waren die Ärmel, als ich sie anhatte, hier. Also hier in diesem Knöchel. Und wenn man sie abknickt oder streckt, dann sind die auch wie jetzt hier so hochgerutscht. Also wer so Blusen lasse ich mir eingehen, die zieht man eh hoch oder die trägt man oft auch 3/4. Aber auch hier, naja. da musste ich dann noch was verändern. Und sie hat noch keine Knöpfe. Aber jetzt zeige ich erstmal die ganze Eliza. Also, meine Eliza. Ich bin so happy damit. Ich habe hier vorne einen Zierstich aufgebracht. Man sieht den, na, kommt jetzt hier in der Kamera nicht so. Also er ist ganz dezent. Eine Kapuze ist dran. Ein Aufhänger. Ganz wichtig. Die Kapuze wurde hier ein bisschen gefüttert, also am Beleg, nee, das ist nicht gefüttert, Beleg, ein Beleg wurde angebracht. Und hier mit dem Zierstich habe ich den Beleg von hier innen auch gleichzeitig nochmal befestigt.
Dann der Beleg, der schaut hier überall so ein bisschen raus. Hier hat man die Kanten, das war so eine Idee aus dem Surlong, abgerundet. Und hier hinten habe ich auch die Jacke ein bisschen verlängert. Da habe ich hier so einen Bogen. Das hat die Katrin, heißt sie, glaube ich, von Fräuleins in ihrem Video nämlich auch ganz toll beschrieben und erklärt, wie man das verlängern kann. Hier hat man dann auch das wieder mit dem Grün, mit dem Beleg so ein bisschen abgesetzt. Und hier habe ich auch diesen Zierstich, der für vorne runter geht, hier so um die Ecke laufen lassen, bis hier daher. Also hier hinten dann nicht mehr, weil ich fand dann hier mit der Rundung hätte es dann nicht gut gepasst. Also das wäre jetzt nicht so schön gewesen. Aber hier, es war an der Seitennahtende. Hier hat es eine kleine Tasche. Die ist jetzt nicht riesig, die ist mehr zur Deko. Da kann man mal ein Taschentuch reintun und einen Schlüssel. Aber das ist jetzt mehr eine Dekotasche. Dann gibt es hier Armpatches an den Ellbogen. Ja, das sind eigentlich alle Details. Also die Ärmel einzunähen war ja super einfach mit dem Walk. Ich habe zum ersten Mal mit Walk genäht und sie hat auch, also während dem ganzen Surlong, ich muss mal neu anfangen, wer es noch nicht mitbekommen hat, es gibt bei Fräuleins auf ihrem Instagram-Account ein Video-Tutorial, wie man diese Jacke näht. Also das war ein Surlong. Zusammen konnte man einfach starten und jeden Tag bestimmte Aufgaben lösen oder machen, erfüllen. Jeden Tag kamen Videos raus. Und als eine waren eben Taschen und Patches aufnähen, eins war eben die Belege vorbereiten oder die Kapuze nähen. Und ja, und die Ärmel dann einsetzen mit ganz vielen tollen Tipps. Das klappt super. Und die Ärmel, die waren eben bis dahin gingen die waren so lang. Und ich habe jetzt einfach nochmal ein breites Stück von dem Grau genommen und Grün und habe das nochmal hier ein bisschen die Naht aufgemacht, das angenäht und nochmal hier die Naht geschlossen. Und hier nochmal den Zierstich aufgebracht, wie auch vorne ein bisschen. Und hier, das habe ich jetzt ein bisschen länger gelassen, wie an der anderen Seite. Dachte mir, das kann ich immer noch ein bisschen zurückschneiden, wenn es mir zu lang ist. Aber so hat die Jacke die perfekte Länge an den Ärmeln, finde ich. Zieh mal gerade drüber. Ich habe die in Größe M genäht, weil die soll ja auch was drunter passen. So. Und jetzt seht ihr das, wie. Die passt perfekt. Also hier die Schultern, seht ihr? Und jetzt die Arme, wenn ich es ausstrecke, die Arme, jetzt sind die lang genug. Ich könnte es euch vorstellen, wenn ich davor bis da so ein Stück. Ja, die Frau mit den langen Krakenarmen. Ich stehe mal auf, dass ihr das seht. Also die geht jetzt, da ist die Hüfte, bisschen über den Hüftknochen, also hinten so Mitte Popo von der Länge. Und hier vorne, ja, Hüftknochen, bisschen über den Hüftknochen vorne. Und man kann, wenn man möchte, kann man hier hinten noch einen Riegel anbringen. Also das ist so ein breites Stück Stoff, das man auch aus Grauausschneidung mit Grün unterlegt und noch aufnäht oder mit Knöpfen befestigt. Das habe ich mir gedacht, mache ich erst, wenn ich weiß, wie hier vorne die Jacke geschlossen wird, ob ich das brauche. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ganz gut nur ist, wenn man, weil die hinten doch ein bisschen weit ist, dass es ein bisschen Form gibt. Also die Jacke hat keine Taillierung und gar nichts, sie geht gerade runter, aber ich denke, dass es doch ein bisschen so ein kleiner Hingucker ist und das Ganze ein bisschen schöner macht. Aber der so ein Riegel, das ist ja kein Riesenaufwand, den kann man jederzeit noch anbringen. Aber hier mit der Kapuze finde ich richtig schön und die lässt sich dann hier, kann man die theoretisch dann auch ein bisschen hochschließen, wenn man Knöpfe hat. Jetzt kommt mein Knopfloch-Drama. Drama. Zum Glück habe ich darauf gehört, was sie in ihren Videos sagt, man soll zuerst das auf dem Stoff, dieses Knopfloch ausprobieren, testen, wie das wird. Okay, bin ich hergegangen, habe mir mein Stück Stoff genommen von dem Walk, so ein Restabschnittstück, habe ein Knopfloch genäht, dachte mir, wow, perfekt, ist das Knopfloch schön. Nee, jetzt meine Knopflöcher. Dann habe ich meine Jacke angeschaut und da sehe ich, ach nee, da ist ja der Beleg dran. Das heißt, das Knopfloch, also der Stoff, wo das Knopfloch hinkommt, ist ja noch viel, ist ja doppelt so dick. Weil der Beleg ja darüber geht. Das wäre, hier müssten die Knopflöcher her sein. Okay, dann nehme ich zwei Lagen Stoff, einmal grau und grün. Und probiere das nochmal. Ja, das ist so dick. Meine Nähmaschine ist ja wirklich eine sehr, sehr gute. Also ich habe jetzt da kein Belegteil. Jetzt näht die das Knopfloch nicht perfekt. Die hat hier einmal hochgenäht und dann hat die hier abgebrochen und macht mir so komische Knopflöcher. Also ich habe es ein paar Mal probiert. Das sind jetzt die Stücke, die ich zeigen kann, die ich noch da habe. Das müsste so groß sein wie das hier.
aber die macht ja nur so winzige Dinger. Weil es, klar, das ist, der Widerstand ist zu hoch oder halt der Stoff ist zu dick, um das zu transportieren. Es gibt noch eine Möglichkeit, sie hat was erzählt im Video, da man kann so eine Folie drunter legen, Avalon heißt es, das macht, dass es besser drüber gleitet. Das werde ich mir noch besorgen und mit dem nochmal hier auf so ein Probeläppchen versuchen. Wenn das nicht geht, ich habe mir schon überlegt, ob ich dann nicht so Knebelknöpfe anbringe. Das gibt auch bei Facebook eine WhatsApp, nee, Facebook, WhatsApp, eine Facebook-Gruppe zum Surlong, wo sich alle ein bisschen austauschen, die Jacke auch nähen und wo man fertige Werke zeigt. Und eine hat auch geschrieben, sie macht von vornherein Knebelknöpfe dran. Das sind diese, wie bei diesen Duffelcoat-Jacken auch, wo man hier was dran näht und hier und dann werden die so zusammengewurschtelt. Das können wir Plan B, weil dann brauche ich keine Knopflöcher machen. Dann ging es ohne. Oder Druckknöpfe könnte ich auch noch machen. Druckknöpfe, die halten das manchmal nicht so gut, finde ich. Und die, naja, passt, das passt nicht dazu. Druckknopf würde jetzt da nicht zu der Jacke passen. Knebelknöpfe könnte ich so, Knebel könnte ich mir nur gut vorstellen. Ja, mal abwarten. Ansonsten, wenn ich das mit den Knebelknöpfen mir nicht gefällt, ist meine nächste Idee, dass ich damit zur Schneiderin gehe, weil die haben ja doch so richtige Industrienähmaschinen und dass ich mir von der Knopflöcher reinmachen lasse. Dass ich mein Garn mitbringe und die Knöpfe und sage, bitte mach. Kann man auch, muss man sich nicht schämen, ist vollkommen legitim. Aber das Gute ist, ich kann die Jacke jetzt schon anziehen, weil entweder trage ich sie offen oder ich mache mir hier eine Sicherheitsnadel dran. Da habe ich so eine schöne große, die auch richtig toll aussieht. Ich kann es trotzdem schon tragen, meine Jacke. Weil jetzt ist genau das richtige Wetter für so eine warme, kuschelige Walkjacke. Und die Eliza von Fräuleins. Genau. Ja, das war alles, was ich euch zu erzählen habe. Müsst ihr mal gucken, links, rechts. Doch, ich habe euch alles erzählt. Ich werde jetzt wahrscheinlich vielleicht gleich nachher oder heute Abend noch das Tuch anschlagen, das A Girl's Best Friend. Und an meinen Socken weiter stricken und mal gucken, wie ich meine beiden Teststricks weiter voranbringe. Der Kuckelkater, den habe ich ja erledigt für diese Woche. Der darf jetzt bis zum Samstag liegen bleiben. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Herbstwoche. Es soll ja jetzt noch 2, 3 Tage ganz sein, ganz gruselig. Aber ab Donnerstag soll es besser werden. Da soll es nochmal richtig schön warm werden. Da werden wir noch hoffentlich schöne, warme, goldige Oktobertage noch erleben. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.